Was bedeutet denn Ökumene für Sie persönlich? Etwas ziemlich Selbstverständliches. Katholische und evangelische Christen und andere Konfessionen leben doch ganz selbstverständlich miteinander. Und das sollte nun auch ein bisschen von den Kirchen nachvollzogen werden, von den Amtskirchen, die da ein bisschen hinderlich sind. Und was erwarten Sie vom zweiten ökumenischen Kirchentag? Dass das deutlich wird, aber dass trotzdem die Kirchen nicht sich nur mit sich selber beschäftigen. Der Katastrophen und Krisen in der Welt gibt es ja genug. Und eine letzte Frage, was hoffen Sie für die Zukunft? Nein, auf so allgemeine Fragen kann ich nicht antworten. Ich hoffe, dass es besser ausgeht als bisher.